Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, für den Weltfrieden einzutreten ist eine wichtige Sache. Es geht um gemeinsames Leben auf unserem Planeten. Deshalb seid ihr hier, deshalb sind hier alle Friedensorganisationen in Deutschland verbündet. Alle, die eine Gesellschaft mit Zugewanderten und Flüchtlingen wollen. Alle, die von der deutschen Politik Abrüstung und Diplomatie verlangen. Alle, die Reichtum teilen wollen. Und alle, die von Milizen und Staaten Waffenruhe und Frieden einfordern. Krieg darf nicht sein, weil er den betroffenen Menschen und uns als einer Menschheitsfamilie so viel Leid zufügt. Als Geschwister können wir den Krieg spüren. In unseren Herzen spüren wir den Krieg in Syrien, in der Ukraine, in der Türkei, in Palästina und anderswo. Wie viel Schmerz kann die Menschheit aushalten? Es reicht. Krieg darf um Gottes und der Menschen willen nicht sein. Tun wir, die Friedensorganisationen, die Kirchen, Unternehmen, Gewerkschaften, die Kulturschaffenden und Politikerinnen genug, um Krieg nicht mehr möglich zu machen? Die Aufgabe ist erdrückend. Sie verlangt von der Politik Beharrlichkeit beim Einsatz für Abrüstung und Waffenruhe, auch jetzt wieder in Aleppo. Nach den Erfahrungen der Kriege in Afghanistan und im Irak, die beiden Ländern keinen Frieden gebracht haben, muss die Bundesregierung endlich Kriegsbündnissen fernbleiben und darf Milizen und Staaten nicht länger militärisch unterstützen. Wir gewöhnen uns übrigens nicht an all diese Kriege. Und wir sind heute hier, weil wir beschämt darüber sind, besorgt, weil wir Angst haben oder auch einen unbändigen Zorn. Wir wissen nämlich alle, dass Kriege nicht aus humanitären Gründen geführt werden, sondern aus wirtschaftlichen und oder strategischen Gründen. Und die Wahrheit stirbt immer zuerst. Wenn sie vorbereitet werden und fußen auf Lügen, Habgier und Machtgelüsten. Und das Ende ist immer das gleiche. Tod, Zerstörung auf der einen Seite und viel Gewinne für Rüstungsindustrie. Wir akzeptieren diese kranke Logik nicht. Unsere Regierung ist übrigens an vielen der genannten Kriegen direkt oder indirekt beteiligt. Sie betreibt eine drastische Aufrüstung. Deutsche Konzerne transportieren Waffen in alle Welt. Unsere Regierung unterstützt das. Sie bringen ihre Waffen auch an den Mann in Ländern, in denen die Menschenrechte nicht gelten. Sie kooperieren mit den brutalsten Regimen, wenn es nur den eigenen wirtschaftlichen und strategischen Interessen nützt. Sie intrigieren und machen eine Schweinerei nach der anderen. Schön, dass ihr hier seid, um endlich dagegen auch lautstark das Wort zu ergreifen. Wir sagen Nein zu Waffenproduktion und Rüstungsexporten. Wir sagen Nein zur Aushöhlung des Asylrechts. Wir sagen Nein zur Abschottungspolitik der EU. Und wir sagen Nein zu einer Politik, die sich zunehmend auf militärische Konfrontation stützt. Wir sagen Ja zu Dialog, Kooperation und friedlicher Konfliktlösung. Wir sagen Ja zur Abrüstung. Die Waffen nieder, überall. Was ist das eigentlich für eine Zeit? Eine Zeit, in der uns Politiker erzählen, es wäre kein Geld da für Bildung, kein Geld für Soziales, dann aber gleichzeitig ein beispielloses, milliardenschweres militärisches Aufrüstungsprogramm ankündigen. Eine Zeit, in der Europa Atomwaffen modernisiert und wieder einsatzbereit macht. Eine Zeit, in der völkerrechtswidrige Drohnenkriege mit unzähligen zivilen Opfern geführt werden. Eine Zeit, in der über 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Auf der Flucht, auch vor deutschen Waffen, auch wieder vor deutschen Soldaten.
Eine Zeit, in der das Asylrecht faktisch außer Kraft gesetzt wird und gleichzeitig auf der europäischen Ebene mit der Verschärfung der Dublin-Regelungen Geflüchtete schutzlos gestellt werden. Eine Zeit, in der die Deutsche Bank nach weiteren Rettungspaketen schreit und in der deutschen Außenpolitik immer militaristischere Töne zu vernehmen sind. Es ist eine Zeit, in der eine starke, unabhängige Friedensbewegung unbedingt notwendig ist. Die Menschen hier und die Menschen überall auf der Welt, sie wollen keine Aufrüstung, sie wollen Frieden. Wir akzeptieren nicht, dass Kriege immer alltäglicher werden. Und deshalb sind wir heute auf der Straße. Seit dem Weltkrieg, seit 1945, gab es nicht mehr so viele Menschen, die auf der Flucht vor Krieg und Hunger sind wie heute. Viele Menschen werden gezwungen, ihre Länder zu verlassen, weil sie dort keine Perspektiven mehr sehen. Gestern vor 15 Jahren, am 7. Oktober 2001, begann die Bombardierung Afghanistans. Der sogenannte Krieg gegen den Terror, so hieß die Parole, setzte eine gewaltige Militarisierungsmaschine in Gang. Die Zahl der Kriegstoten wird heute allein in Afghanistan auf über 500.000 geschätzt. Heute, 15 Jahre später, ist noch immer kein Ende dieser Katastrophe in Sicht. Die Bilanz ist ein Desaster. Tausende unschuldige Zivilisten wurden getötet. Viele Menschen befinden sich auf der Flucht und das Land ist heute komplett zerstört. Darüber hinaus hat sich die Zahl der Kriegsschauplätze fast Jahr für Jahr vergrößert. Irak, Somalia, Sudan, Libyen, Ukraine, Mali, Syrien. Die Liste der Einsatzgebiete, auch der Bundeswehr, ist enorm lang. Die Erfahrungen aus dem sogenannten Krieg gegen den Terror sind eindeutig. Wer Terror mit Krieg bekämpft, erntet mehr Terror und erntet mehr Krieg. Darum sagen wir Nein zum Krieg. Schluss mit den Auslandseinsätzen. Schluss mit allen Auslandseinsätzen. Aktuell liegt der deutsche Militärhaushalt bei 34 bis 35 Milliarden jährlich. Das ist auch jetzt noch zu viel. Aber nach Einhaltung der aktuellen NATO-Beschlüsse verlangen sie nun eine Anhebung auf 2% des Bruttoinlandsproduktes innerhalb der nächsten 8 Jahre. Das bedeutet faktisch eine Verdopplung dieser Summe. Dafür ist offenbar Geld da. Angesichts des riesigen Investitionsstaus im sozialen Bereich, beispielsweise allein in der Bildung, 34 Milliarden fehlen alleine in den Schulen, hat Herr Gabriel gestern erst im Interview gesagt. Dafür ist offenbar kein Geld da und für Militär ist Geld da. Frau von der Leyen hat noch einen draufgesetzt. Erst im Januar hat sie gesagt, 130 Milliarden möchte sie zusätzlich für die Aufrüstung der Bundeswehr bis 2030 ankündigen. Das sind Steuergelder, Gelder der Bevölkerung, die zweckentfremdet werden. Wir fordern Schluss damit. Statt die Bundeswehr für weltweite Einsätze aufzurüsten, fordern wir, diese Gelder für soziale Zwecke, für soziale Aufgaben einzusetzen. Aber wofür das alles? Warum diese massive Aufrüstung? Warum die neuen Militäreinsätze? Was wir getrost ausschließen können, ist, dass es den Regierenden hier um Menschenrechte, um Demokratie oder die Verbreitung für Wohlstand für alle geht. Denn dazu braucht man keine Armeen, dazu braucht man keine Militärinterventionen, dazu braucht man keine Aufrüstungsprogramme und auch keine Waffenexporte. Deutschland und der EU geht es darum, sich für die Auseinandersetzungen im weltweiten Konkurrenzkampf zu wappnen. Es geht um den Zugang zu fossilen Energiereserven und anderen Rohstoffen. Es geht um die Positionierung im globalen Kampf um Märkte und um Profit. Es geht auch um die militärische Abschottung der Festung Europa gegenüber den Menschen, die wir mit unserer verfehlten Wirtschafts- und Handelspolitik zu ewiger Armut verdammt haben. Die Abschiebungs- und Abschottungsagentur Frontex wurde erst in dieser Woche mit neuen Befugnissen ausgestattet, um Überwachung und Abschottung im Mittelmeer noch rigoroser umzusetzen.
Und diese Gewaltpolitik durchzusetzen, wird sie der Bevölkerung schmackhaft gemacht, indem Feindbilder geschaffen werden. Der sogenannte islamistische Terrorismus und die Länder Nordafrikas über den Nahen und Mittleren Osten bis hin nach Zentralasien eigneten sich in den letzten Jahren hervorragend für die neue Feindbildprojektion der alten und neuen europäischen Kolonialmächte. Und angesichts der aktuellen Stationierung deutscher Soldaten in Osteuropa, nun auch in Litauen, muss man ganz deutlich sagen, wir haben in Europa nur eine friedliche und sichere Zukunft mit, nicht ohne Russland und schon gar nicht gegen Russland. Es ist absolut notwendig, dass viele Menschen deutlich machen, dass sie nicht bereit sind, die neuen Großmachtambitionen und Kriegsabenteuer hinzunehmen. Wir fordern die Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wir fordern den Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO. Die Herren der Welt brauchen Krieg und Not, weil sie davon profitieren. Sie schlagen als erstes die Wahrheit tot, um uns dann leichter zu verführen. Doch wir wissen, unser Feind sind die Profiteure, was sie sagen, glaubt es nie. Wir brauchen, und darauf ist Verlass, Solidarität, nicht Hass. Die Bombardierung, und das möchte ich hier sagen, und ich bitte euch zuzuhören, die Bombardierung von Krankenhäusern ist in Aleppo und die Bombardierung von Krankenhäusern ist in Kunduz. Und die Bombardierung von Krankenhäusern ist in Gaza immer ein Kriegsverbrechen. Überall auf der Welt, wo das gemacht wird, wo Krankenhäuser bombardiert werden, ist das ein Kriegsverbrechen. Und ich von der IPPNW benenne dieses Kriegsverbrechen und ich bitte euch, das auch mitzumachen. Aber, und ich bitte mir jetzt weiter zuzuhören, in Syrien tobt ja nicht nur ein Krieg, sondern es toben viele Kriege an vielen, vielen Fronten. Es ist ein Bürgerkrieg und ein Stellvertreterkrieg zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran, zwischen den Weltmächten USA und Russland, um nur einige zu nennen. Lasst uns zurückgucken in das Frühjahr 2011, wo der friedliche Aufstand der Bevölkerung für Demokratie und Partizipation gegen die Regierung Assad begann, die sich damals in vielen Städten in Syrien ausbreitete. Aber, und ich bitte, auch wenn es schwierig ist, mir weiter zuzuhören, nur nach wenigen Monaten, nämlich im Oktober, das war nur 6 Monate später, hat sich dieser Widerstand gegen die Regierung bewaffnet, haben ganz viele verschiedene Milizen die Führung übernommen. Sie haben sich damals schon im Oktober 2011 in Istanbul getroffen und sie wurden damals von der türkischen Regierung auch unterstützt. Das war natürlich nicht offen, aber so ist es passiert. Die regionalen Mächte, Saudi-Arabien und Iran, machten dann diesen Bürgerkrieg schnell zu ihrem Stellvertreterkrieg. Und es wurden zahlreiche neue Milizen gegründet. Es folgten dann die US-gestützten Golfmonarchien Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der NATO-Staat Türkei war schon lange dabei und die USA und die EU-Staaten auch mit ihrer Unterstützung an Waffenexporten. Ab 2014 dann besetzten die Milizen des Islamischen Staats große syrische Städte wie Raqqa und versuchten die kurdischen Milizen und versuchten die kurdische Bevölkerung zunächst zu vertreiben. Dann kamen kurdische Milizen und versuchten Kobane zurückzuerobern. Aus Kobane wurden dann Kurden vollständig vertrieben, bis sie dann schließlich Kobane wieder zurückerobert haben. Das sind die komplexen Wahrheiten in diesem Krieg. Es ist eine ziemlich schwierige, ganz komplexe Gemengelage. Thank you.
Abrüstung statt Sozialabbau. Die Menschen brauchen weltweit Gerechtigkeit. Deshalb lehnen wir neoliberale Freihandelszonen wie TTIP, CETA, ökologischen Raubbau und die Vernichtung von Lebensgrundlagen ab. Deutsche Waffenlieferungen heizen die Konflikte an. Weltweit werden täglich 4,66 Milliarden Dollar für Rüstung verpulvert. Die Bundesregierung strebt an, in den kommenden 8 Jahren ihre jährlichen Rüstungsausgaben von 35 auf 60 Milliarden Euro zu erhöhen. Ich erkläre meine Steuer, sie erklärt sich mir nicht. In Brüssel sitzt ein Ungeheuer, dessen Rätsel zu mir riecht. Ich verstehe hier so viel. Geld ist Tyrannei, es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Gemeinsam laut sagen, das passiert nicht in unserem Namen. Wir wollen nicht, dass dieses Land andere Länder mit Krieg überzieht und Menschen an den Außengrenzen der EU verrecken. Servus, die Faschisti! Servus, die Faschisti! Konfrontation. Abrüstung statt Sozialabbau. Die aktuellen Kriege und die militärische Konfrontation gegen Russland. Deutsche Konzerne exportieren Waffen in alle Welt. Das Geschäft mit dem Tod blüht. Dieser Politik leisten wir Widerstand. Die Menschen in unserem Land wollen keine Kriege und Aufrüstung. Sie wollen Frieden. Die Politik muss dem Rechnung tragen. Wir fordern die Waffen nieder. Wir akzeptieren nicht, dass Krieg immer alltäglicher wird und Deutschland einen wachsenden Beitrag dazu leistet. In Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, Mali. Und mich ein letztes Mal über Maidan.
wo sich die dunklen Wolken arglos in die Bäume hängen, so singt mein Sohn inmitten jener Menschenmengen. Wir führen hier oft jene, die nichts selber sehen. Und als er fiel, war da nichts, was noch blieb hinter dem Maidan. 75 Jahre nach diesem letzten Beginn des letzten verbrecherischen Kriegs sind deutsche Soldaten wieder an der russischen Westgrenze, teilweise stationiert, finden dort schlimme Manöver statt mit brutalen Kriegsgebaren. Oder in Deutschland werden die Atomwaffen modernisiert. Wer zum Teufel braucht in Deutschland modernisierte Atomwaffen? Welche Halbverrückten planen da in ihrem Kopf irgendwelche furchtbaren, führbaren Kriege? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Wer sowas plant, der ist doch krank. Und den muss man stoppen. Und den müssen wir ganz laut stoppen, diese ganze fatale und falsche Politik. Und ich wünsche mir auch deshalb, dass die Friedensbewegung viel, viel stärker wird, weil ich hoffe, dass das dann auch auf die anderen Parteien im Bundestag endlich mal mehr Druck macht. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, wenn diese Parteien glauben, dass die Linke irgendwann auch zur Kriegspartei wird, um eine Koalition zu bekommen, das können sie sich abschminken. Aber wenn diese Parteien eine friedliche Politik machen wollen, dann sind wir dabei und dann können wir sie auch unterstützen. Und deswegen werden wir alle stärker, werden wir alle lauter, für den Weltfrieden und für Kooperation. Ich danke euch.